Ja, ich bin Judith Böhm. Ich arbeite im Bereich weltweite Mission und ich habe eine Frage an dich. Worauf wartest du? Vielleicht darauf, dass eine anstrengende Lebensphase endlich ein Ende hat und das Leben sich ein bisschen leichter anfühlt? Oder darauf, dass du oder jemand, der dir nahesteht, endlich gesund wird? Auf den richtigen Ehepartner oder auf den Ruhestand? Darauf, dass sich eine Beziehung endlich entspannt oder darauf, dass dich jemand sieht mit deinen Begabungen, deinen Fähigkeiten oder auf eine geniale Stelle nach der BTA oder dass Menschen, die dir nahestehen, anfangen mit Jesus zu leben? Ich weiß nicht, worauf du persönlich wartest. Man könnte jetzt die Liste ja noch fortsetzen. Aber du kennst das vielleicht. Wartezeiten können irgendwie herausfordernd und anstrengend sein. Warten ist nicht unsere Stärke und ich glaube, es wird niemand geboren, der richtig gut im Warten ist. Ich denke, das liegt daran, dass uns beim Warten etwas bewusst wird, was manchmal unangenehm ist und was uns auch manchmal schmerzt, nämlich der Gedanke, ich habe es nicht in der Hand, ich habe es nicht unter Kontrolle und ich kann gerade nichts machen. Wir leben gerne dort, wo etwas passiert, wo sich was verändert, aber im Gegensatz dazu fällt es uns sehr, sehr schwer, wenn scheinbar nichts passiert. Und ich habe festgestellt, dass das Warten in der Bibel eine ganz zentrale Rolle spielt. Dort wird nämlich von vielen, vielen Menschen berichtet, die gewartet haben. Ich zähle jetzt nicht alle auf, aber ihr könnt es mal euch so durch den Kopf gehen, wer da alles gewartet hat. Und in eine Begebenheit möchte ich euch heute mit hineinnehmen. Dort geht es nämlich um einen Mann, der vermutlich sein ganzes Leben lang gewartet hat. Und ich lese mal Lukas 2 ab Vers 22. Als dann die im Gesetz des Mose festgelegte Zeit der Reinigung vorüber war, brachten Josef und Maria das Kind nach Jerusalem, um es dem Herrn zu weihen und so nach dem Gesetz des Herrn zu handeln, in dem es heißt, jede männliche Erstgeburt soll als heilig für den Herrn gelten. Außerdem brachten sie das Reinigungsopfer dar, für das das Gesetz des Herrn ein Turteltaubenpaar oder zwei junge Tauben vorschrieb. Damals lebte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er war rechtschaffen, richtete sich nach Gottes Willen und wartete auf die Hilfe für Israel. Der Heilige Geist ruhte auf ihm und durch den Heiligen Geist war ihm auch gezeigt worden, dass er nicht sterben werde, bevor er den vom Herrn gesandten Messias gesehen habe. Wer war dieser Simeon? Ein Mann steht da, ein Mensch wie du und ich. Vielleicht nicht mal ein Bekannter in der jüdischen Gesellschaft, aber Gott kannte ihn. Und anscheinend war Simeon sehr eng mit Gott verbunden. Er wird als rechtschaffen oder gerecht beschrieben und er richtete sich nach dem Willen Gottes. Und weil ihm das so wichtig war, wurde ihm sicherlich auch bei Zeiten in seinem Leben klar, unsere Welt liegt im Argen und richtig machen kann es eigentlich nur der Messias, der von Gott gesandte Retter und König. Ja, und bei Zeiten in seinem Leben hatte er diese Sehnsucht, ich warte auf die Hilfe Israels oder auch den Trost Israels, wie es übersetzt wird. Und Simeon hatte sogar vom Heiligen Geist so ein Versprechen, eine Prophetie bekommen, du wirst nicht sterben, bevor du den Messias gesehen hast. Naja, jetzt denkst du vielleicht, das ist ja einfach. Also wenn ich wüsste, dass meine Wartezeit irgendwann ein Ende nimmt, dann wäre ich ja viel hoffnungsvoller. Ja, vielleicht. Jede dramatische Geschichte, jedes Märchen ist ja im Rückblick sehr, sehr spannend und wir fiebern einem guten Ende entgegen. Aber das Problem ist, unser Leben im Hier und Jetzt, das ist nicht wie so ein spannender Roman. Wir stecken da mittendrin und wir wissen oft nicht, wie es ausgeht. Und ich denke mir auch, Simeon wusste nicht, wann der Messias kommen wird. Wie lange hat Simeon gewartet?
Waren es 50, 60, 70 Jahre? Im Text steht nichts davon, dass er ein alter Mann war. Die Überlieferung sagt, er sei 113 Jahre alt gewesen. Das weiß ich nicht. Aber ich vermute, dass er schon ein etwas älterer Mann war und dass er sehr, sehr lange auf dieses Versprechen gewartet hat. Wie hat Simeon gewartet und was ist passiert? Äußerlich ist wenig passiert. Die Situation, die blieb echt angespannt und ja, diese Römer, die trieben da ihr Unwesen und es ist scheinbar nichts in Sicht, was sie die Juden davon befreit. Und trotzdem hielt Simeon in seinem Herzen an diesem Versprechen fest: Ich werde den Messias noch sehen. Und das war nicht so ein Warten in dem Sinne, ja, mal gucken, was noch so passiert, was der Tag bringt, sondern es war ein Erwarten, das sagt auch das griechische Wort an der Stelle. Also seine Aufmerksamkeit war konkret auf ein Ziel ausgerichtet, nämlich auf den Messias. Und viele andere Juden hatten zu der Zeit längst aufgegeben, auf den Messias zu warten. Die haben sich wahrscheinlich gedacht, ja, was soll's, Gott hat jetzt 400 Jahre nichts gesagt, was soll da schon noch passieren? Vielleicht kennst du das auch, so die Enttäuschung, die sich in deinem Herzen breit macht, wenn du Gott nicht spürst und scheinbar vergeblich wartest. Vielleicht sagst du ja auch, ich habe das Warten schon längst aufgegeben, ich warte auf gar nichts mehr. Und dann könnte es auch sein, dass sich dein Herz so ein bisschen hart und kalt anfühlt. Oder du schaust um dich und sagst, ja, bei den anderen, die warten ja nicht so lange, die erleben ja die spektakulären Gebetserhörungen. Wisst ihr, manchmal frage ich mich, wie es so an der Haltestelle unseres Lebens aussieht. Vielleicht so, nächstes Bild. Es riecht da so ein bisschen nach Müll, nach Hoffnungslosigkeit oder nach Bitterkeit und Zynismus. Und vielleicht kommen aus meinem Herzen dann auch manchmal so negative Kommentare, so nach dem Motto, oh, das macht keinen Sinn, das wird eh nichts mehr. Oder da hängen viele Plakate und Fahrpläne an den Wänden. Es ist ja nicht so einfach, seinen Schmerz und eine gewisse Sehnsucht zu spüren. Also rette ich mich lieber in einen gewissen Aktionismus oder ich schalte mein Handy ein. Da gibt es ja echt viel, womit man sich ablenken kann. Oder nächstes Bild. Sieht es an meiner Haltestelle vielleicht so aus, wie in Moskau, 37 Meter unter der Erde, an einer Metro-Haltestelle. Ein prunkvoller Raum, voller Liebe zum Detail, hell, sauber, übersichtlich, warm. Vielleicht nicht so, vielleicht auch nicht so wie an der Haltestelle davor, vielleicht irgendwas dazwischen. Naja, und vielleicht denkst du dir auch, oh, es ist jetzt ein bisschen kitschig, so ein Palastflair, was soll das an der Haltestelle, wo man doch eigentlich nur eine kurze oder längere Wartezeit verbringt. Ein bisschen pragmatischer wäre es jetzt auch möglich gewesen. Vielleicht. Aber mich hat dieses Palastflair an einen Ausspruch von Teresa von Avila erinnert, das ist eine Mystikerin aus dem 16. Jahrhundert. Und sie hat mal gesagt, nächste Folie, hätte ich früher erkannt, was ich jetzt weiß, dass der winzige Palast meiner Seele einen so großen König beherbergt, dann hätte ich ihn nicht so häufig darin allein gelassen. Der Ausspruch begleitet mich eine Weile und ich glaube, das ist es. Während wir warten und äußerlich wenig passiert, kann in unserem Herzen ganz viel passieren, denn dort wartet jemand auf uns an der Haltestelle in unserem Herzen und das ist Jesus selbst. Er wartet mit uns und auf uns. Und deswegen glaube ich, Wartezeiten sind Begegnungszeiten mit Gott. Wie kann diese Begegnung aussehen? Ja, vielleicht ist es erstmal die Klage. Klage ist auch Begegnung mit Gott. Ich darf meine Enttäuschung und mein Leid Gott klagen. Und ich muss nicht durch viele Aktionen und Aufgaben mich davon ablenken, dass da in mir ein Schmerz und eine Sehnsucht ist, danach, dass etwas passiert. Vielleicht hat Simeon ja auch manchmal geklagt oder sogar geweint und gesagt, Herr, ich bin langsam alt. Jeden Tag merke ich, dass ich weniger Kraft habe. Wo ist dein Versprechen? Ich halte daran fest, aber ich habe den Messias bisher noch nicht gesehen.
Wie können wir noch unsere Wartezeit füllen? Vielleicht durch Erinnerung. Ich darf mich an Gottes Versprechen und Zusagen erinnern. Vielleicht gibt es so eine Zusage, die dir in deiner Situation ganz besonders wichtig wird. Dann schreib sie mal auf, lern sie mal auswendig, damit du sie dir ins Gedächtnis rufen kannst. Ich glaube persönlich, dass Simeon sich oft an dieses Versprechen erinnert hat, das der Heilige Geist ihm gegeben hat, denn es heißt dann weiter im Text, vom Geist geleitet war er an jenem Tag in den Tempel gekommen. Das heißt, Simeon muss damit gerechnet haben, dass es jeden Tag passieren kann. Und vielleicht erlaubt so eine Wartezeit noch eine dritte Sache, und das ist ein Perspektivwechsel. Vielleicht verändert sich auch während des Wartens deine Perspektive auf das, worauf du wartest. Soll das überhaupt so geschehen, wie du dir das vorstellst? Was hat Gott vor? Oder welche tiefere Sehnsucht liegt unter deinem Wunsch? Ich weiß nicht, wie Simeon sich den Messias vorgestellt hat. Vielleicht hatte er nicht erwartet, dass so zwei unscheinbare, arme Menschen mit einem Baby in den Tempel kommen. Niemand wird sie wirklich beachtet haben, denn es kam alle Tage mal vor, dass Frauen in den Tempel kamen, um dort ihr Reinigungsopfer zu bringen oder dass man ein Auslösungsopfer für die Erstgeburt brachte. Auf jeden Fall muss Simeon dafür bereit gewesen sein, dass der Messias auch ganz anders aussieht, als er ihn sich vorgestellt hat. Und Simeon wusste in dem Moment, als er dieses vermutlich 40 Tage alte Baby gesehen hat, das muss er sein. Und wir lesen weiter. Als nun Jesu Eltern das Kind hereinbrachten, um mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme, pries Gott und sagte: Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen, das du für alle Völker bereitet hast. Ein Licht, das die Nationen erleuchtet, und der Ruhm deines Volkes Israel. Ich kann mir richtig seine leuchtenden Augen vorstellen, als er Jesus in seine Arme genommen hat. Äußerlich war ja Jesus ein normales Baby ohne Heiligenschein oder Goldkrone, aber er wusste halt innerlich, das ist Jesus, das ist der Messias, das ist der Wunsch meines Lebens. Und ich habe mich gefragt, was kann in Wartezeiten in unserem Herzen wachsen? Vielleicht mal das letzte Bild. Wenn wir Jesus an der Haltestelle unseres Lebens begegnen, mit unserer Klage, mit unseren Zweifeln und auch unserem Vertrauen, ich glaube, dann kann echte Freude wachsen. Freude an Jesus, auch wenn das Ziel vielleicht noch nicht in Sicht ist oder wenn sich scheinbar außen viel wenig verändert. Mir fiel der Spruch aus Sprüche 10, Vers 28 ein, da steht: Das Warten der Gerechten führt zur Freude. Vielleicht nicht, weil sich alle unsere Wünsche erfüllen, aber weil Gott und seine Zusagen absolut zuverlässig sind. Das hat Simeon erlebt. Und dann können wir vielleicht auch zulassen und entdecken, dass wir eine Sehnsucht in uns tragen, die letztlich nur Gott selbst stillen kann. Wir warten letztlich auf Jesus und darauf, dass wir seine Nähe spüren und dass er uns alles schenken darf, was in unserem tiefsten Inneren wirklich so uns bewegt und umtreibt. Jesus wartet auf uns und darauf, dass wir uns die Zeit nehmen, ihm zu begegnen. Ja, und ich habe das Thema so ein bisschen ausgewählt, weil es mich beschäftigt und weil es auch die Adventszeit ausmacht. Die Adventszeit erinnert uns daran, dass Jesus darauf wartet, wiederzukommen. Auf diese Welt als König, als Messias zum zweiten Mal. Und das ist so sicher wie damals. Das ist so sicher wie bei Simeon. Und ich frage mich, ist unser Herz wie das von Simeon, erfüllt von der Sehnsucht und der Zuversicht, dass wir den Messias sehen werden?
Ja, ich wünsche dir und mir, dass wir Jesus an dieser Haltestelle unseres Lebens begegnen, egal wie diese Haltestelle momentan aussieht. Und dass gerade in dieser Adventszeit sowas von dem Glanz und der Freude, dass wir auf den Messias warten und die wir auch bei Simeon gesehen haben, von der wir im ersten Lied gesungen haben, dass das in unserem Leben aufstrahlt. Amen.